Herzlich willkommen zu unserer Schulungsreihe Smart Meter verstehen und anwenden. In diesem Video geht es nun um die Smart Meter. Was ist ein Smart Meter und wie funktioniert er? Schauen wir uns nun die verschiedenen Typen von Stromzählern an. Ganz klassisch und seit Jahrzehnten bewährt ist der Ferraris-Zähler. Dieser arbeitet mit einem mechanischen Zählwerk, um die verbrauchten Kilowattstunden zu erfassen. Diese analogen Stromzähler, die mir keine genauen Daten liefern können, sondern nur immer den aktuellen Stromverbrauch auf einer Skala anzeigen, sollen bis zum Jahr 2032 komplett durch moderne Messeinrichtungen ersetzt werden. Eine moderne Messeinrichtung ist ein digitaler Stromzähler. Moderne Messeinrichtungen speichern auch Daten über den Strombezug, sodass der Nutzer seinen Tages-, Wochen- oder Monatsverbrauch auslesen kann. Eine Übertragung von Stromdaten nach außen findet nicht statt. Werden moderne Messeinrichtungen nun mit einer Kommunikationseinheit kombiniert, spricht man von intelligenten Messsystemen oder auch Smart Metern. Die Kommunikationseinheit übermittelt regelmäßig den Stromverbrauch an den Netzbetreiber und den Stromlieferanten. Daraus ergeben sich neue Möglichkeiten, den Stromverbrauch zu erfassen, darzustellen und zu analysieren. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Mehrwertdiensten, die durch Smart Meter ermöglicht werden. Schauen wir uns nun den grundlegenden Aufbau und die Funktionsweise von intelligenten Messsystemen an. Zunächst einmal wird der Stromverbrauch in einem Haushalt oder einem Unternehmen gemessen mit einer modernen Messeinrichtung. Am modernen Messsystem ist nun eine Kommunikationseinheit eingebracht. Diese nennt man auch Smart Meter Gateway. Dieser Smart Meter Gateway übermittelt die Daten von der Messeinrichtung hinüber zu dem zuständigen Messstellenbetreiber. In der Regel ist dies der örtliche Netzbetreiber, es können aber auch andere Unternehmen sein. Der Stromlieferant erhält dann von dem Messstellenbetreiber diese Bezugsdaten. Der Übertragungsweg über den Smart Meter Gateway ist besonders abgesichert. Um die Datensicherheit der Datenübertragung zu garantieren, hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sehr strikte Standards vorgegeben. In Zukunft soll es auch die Möglichkeit geben, eine Steuerbox an das intelligente Messsystem anzuschließen. Die Steuerbox bietet die Möglichkeit, größere Verbraucher im Unternehmen oder Haushalt, wie zum Beispiel Wärmepumpen oder Ladesäulen, anzusteuern. Dies kann beispielsweise erforderlich sein, wenn im Stromnetz eine kritische Versorgungssituation auftritt. Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, welche Mehrwerte bietet denn jetzt ein intelligentes Messsystem? Laut Gesetz sollen intelligente Messsysteme flächendeckend eingebaut werden. Der Nutzen soll darin bestehen, zunächst einmal Transparenz zu schaffen. Wo früher der gesamte Stromverbrauch des Jahres in einem einzigen Wert zusammengefasst wurde, liegen jetzt detaillierte Informationen darüber vor, wie viel Strom zu welcher Zeit verbraucht wurde. Das ermöglicht die genauere Analyse, Darstellung in einem Webbrowser oder einer App und sehr schnell wird ersichtlich, wo vielleicht zu viel Strom verbraucht wurde und wo auch Unregelmäßigkeiten im Stromverbrauch auftreten. Im vierten Video dieses Moduls werden wir noch genauer auf die Möglichkeiten zur Lastgangsanalyse eingehen. Intelligente Messsysteme sollen auch dafür genutzt werden, um dynamische Stromtarife zu ermöglichen. Was sind dynamische Stromtarife? Aktuell haben wir einen Strompreis, der unabhängig von Tages- oder Jahreszeit immer gleich ist. Bei dynamischen Stromtarifen hingegen verändert sich der Strompreis über die Zeit. Die Höhe des Strompreises hängt dann maßgeblich von den aktuellen Stromhandelspreisen im Großhandel ab. Dadurch soll Stromkunden die Möglichkeit gegeben werden, ihren Stromverbrauch flexibel in die Zeiten niedriger Strompreise zu verschieben. Ab dem Jahr 2025 sind Stromlieferanten sogar verpflichtet, dynamische Stromtarife anzubieten. Perspektivisch bieten intelligente Messsysteme auch die Möglichkeit, ein neues Energiemanagement im Unternehmen einzusetzen. Jetzt liegen ja detaillierte Verbrauchsdaten vor, mit deren Hilfe ich auch meine Verbraucher und auch vielleicht die Erzeuger wie eine Photovoltaikanlage gezielt miteinander kombinieren und optimieren kann. Im Folgenden geht es darum, wer wann ein solches intelligentes Messsystem erhält. In Deutschland ist der Einbau intelligenter Messsysteme gesetzlich festgelegt mit einem klaren Zeitplan. Zuständig dafür sind die sogenannten Messstellenbetreiber. Dies sind in der Regel die örtlichen Netzbetreiber, die bereits heute Messsysteme installieren, betreiben und auslesen. Beim Einbau intelligenter Messsysteme wird nun zwischen SLP-Kunden
und ELM-Kunden unterschieden. Bei SLP-Kunden ist der verpflichtende Einbau von intelligenten Messsystemen ab einem Jahresstromverbrauch von mindestens 6000 kWh vorgesehen. Aktuell geschieht der Einbau auf freiwilliger Basis. Ab 2025 muss dann der zuständige Messstellenbetreiber auf meinen Wunsch hin ein intelligentes Messsystem installieren. Bis zum Jahr 2030 müssen 95% der in Frage kommenden Messstellen mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet sein. Bei ELM-Kunden ist der Zeitplan etwas nach hinten geschoben. Diese verfügen ja bereits heute über detaillierte Daten über ihren Stromverbrauch. Hier muss erst ab 2028 der zuständige Messstellenbetreiber auf meinen Wunsch hin ein intelligentes Messsystem installieren und der sogenannte Smart Meter Rollout, das heißt der flächendeckende Einbau von intelligenten Messsystemen, muss für ELM-Kunden erst im Jahr 2032 abgeschlossen sein. Hier nicht dargestellt ist der verpflichtende Einbau von intelligenten Messsystemen für Haushalte, die über eine größere Photovoltaikanlage, eine Wärmepumpe oder eine Ladesäule verfügen. Die gesetzlichen Regelungen für den Smart Meter Rollout beinhalten auch sogenannte Preisobergrenzen. Das heißt, der maximale Preis, der pro Jahr zu zahlen ist für ein intelligentes Messsystem, ist gedeckelt. Je nach Jahresstromverbrauch liegt diese Preisobergrenze zwischen 20 Euro für niedrige Verbräuche und 120 Euro für höhere Verbräuche pro Jahr. An dieser Stelle möchten wir einen kleinen Exkurs machen. Es geht darum, dass ich bereits heute eine bestehende moderne Messeinrichtung mit eigenen Mitteln auslesen kann. Das ist hier auch mal beispielhaft dargestellt. Sie sehen hier eine moderne Messeinrichtung in einem Mehrfamilienhaus und darauf angebracht sind sogenannte Leseköpfe. Diese sind frei im Handel erhältlich und diese Leseköpfe werden an eine bestehende moderne Messeinrichtung eingebracht. Diese verfügt über spezielle Schnittstellen, das sind so kleine Leuchtdioden, die blinken. Und wenn dieser Zähler freigeschaltet wurde, kann man die Daten auslesen. Eine Steuerung oder Beeinflussung ist nicht möglich. Es geht nur darum, die Stromverbrauchsdaten zu erfassen. Die Leseköpfe lesen also den aktuellen Stromverbrauch aus und vermitteln diese Daten über das lokale WLAN an eine Sammelstelle, das kann zum Beispiel eine App sein, wo die Daten schön dargestellt werden. Eine Vermittlung der Daten nach außen findet nicht statt. Der Aufwand für diese Ausleseköpfe ist relativ überschaubar. Die Systeme kosten so um die 100 Euro aktuell. Ich habe also bereits jetzt die Möglichkeit, so ein System von verschiedenen Anbietern zu kaufen, mit relativ wenig Aufwand bei mir zu installieren. Und dann das ganze System so einzustellen, dass ich die Informationen bekomme, die ich haben möchte. Zum Beispiel eine hohe zeitliche Auflösung der Stromverbräuche. Das bietet auch den Vorteil, dass ich die Daten in Echtzeit einsehen kann. Das heißt, ich sehe jetzt und hier auf meiner App, auf meiner Visualisierung, dass etwas bei meinen Stromverbräuchen passiert. Und hier schauen wir uns einmal an, wie diese Daten dann in solchen Apps oder Webplattformen dargestellt werden. In dem dargestellten Screenshot sehen Sie vor allen Dingen die Lastkurve. Das heißt, den Stromverbrauch in Watt über den zeitlichen Verlauf. Hohe Spitzen bedeuten dabei hohe Stromverbräuche aktuell. Ich habe in solchen Apps verschiedene Darstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel, ich kann den Stromverbrauch über einen längeren Zeitraum anschauen, aber auch kritische Bereiche besonders hervorheben. So viel zum Thema Funktionsweise und Anwendung von Smart Metern. Im nächsten Video werden wir Ihnen zeigen, wie Lastprofile aus diesen Messdaten zu interpretieren sind und welchen Nutzen man daraus ziehen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen.